Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Beast Inside. Ja, wir haben im letzten Part das Spiel hier nochmal, also wir haben das Spiel hier gestartet und haben das natürlich das Intro gesehen, das verheißungsvolle Intro, in der die gute Emma, in dem die gute Emma leider von einem Menschen aus der Ego-Perspektive umgebracht wurde und Adam anscheinend auch schon tot war. Und ja, dann sind wir eine Woche zuvor geswitcht und sind jetzt hier am Haus angekommen und haben die Aufgabe, die Kisten reinzubringen, was wir jetzt auch tun werden. Und ja. Da wurde gerade gespeichert. Neue Aufgabe, lege die Kiste oben auf den Tisch ab. Gut. Mache ich sofort. Auf welchem Tisch genau? Den da? Der leuchtet so schön. Ich glaube, es soll dieser Tisch sein. Oh. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Ach, wir müssen jetzt die Wände. Okay, cool. Ich hatte auf dem Bild. Okay. Da ist nichts Neues. Gut. Achso, das sind die Notizen. Okay. Gut. Ah, ich drücke mal Escape, um rauszukommen, aber. Vor allem, ich finde es auch schön, wie sie gesagt hat: bring bitte die Boxen rein. Und ich nehme so eine. Und sonst so: ja, habe es geschafft. Fertig. Tschüss. Okay. Dachboden. Und die Stange wäre schon eingesammelt. Sollen wir jetzt die Wände machen? Das ist ja auch interessant. Das hatten wir auch noch nicht gehabt vorher. So. You've gotta be kidding me. Fuck. Mom, the baby hears everything. Even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Okay. No problem. Wo wir, glaube ich, alle Drawer schon durch. Ja. Das ist sehr klar. Sowieso immer. Ne. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Ist ja wohl obvious. So, durchsuche das Auto und jetzt können wir auch endlich unseren heißgeliebten Knopf drücken. Perfekt. Und den Kofferraum öffnen. So. Oh, die Kisten sind sogar mal zu. Beim ersten Mal spielen waren das ja offene Kisten, da einfach nichts drin war. So. Der Schlüssel für den Dachboden. Perfekt, den nehme ich doch gerne mit. Großreine machen. So. Okay. Drücke Tab, um den Inventar zu öffnen. Habe ich gerade getan, ja. Dachbodenschlüssel hier. Wundervoll. Ich bin begeistert. Ist hier sonst irgendwas drin? Ne? Da können wir nichts mehr machen. Das ist ein absolut dreckiger Karton. Ich weiß nicht, warum man sowas im Kofferraum hat, aber gut. So, hier. Der große C-Karton. Schauen wir mal wieder zu. Ohne die ganzen Kartons. Die brauchen wir eh nicht mehr. Also so wie die aussehen, haben wir die lange nicht mehr benutzt. So. Dann gehen wir mal ab nach oben. Öffnen den Attic und... Sehr schön. Du suchst den Dachboden nach Farbe. Ich glaube, ich habe es gerade schon direkt aufleuchten sehen. Die Musik switcht sofort. Wir haben einen wunderschönen Engel hier. Schlafender Engel. Ein Engel. Er sieht aus, als ob er schläft. Doch er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl. Das Leben hat es mit ihm nicht gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat... Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahrhundert. Seine Beine sind angebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment einmal, ist das Blut oder Farbe? Oha. Oha. Ich denke mal, es wird Blut sein. Von Farbe wäre ein bisschen, glaube ich, denke ich mal ein bisschen, pigmentierter als
das, was da hinten drauf zu sehen ist. Oh. Das da. Na. Wenn ich mich fragen müsste, ob das Blut das ist daran oder nicht, ich weiß ja nicht, ob ich da so ruhig bleiben würde. So, hier. Ein Deckel, okay. Brauche ich nicht. Hier müsste, glaube ich, auch irgendwo. Guck, was ist denn hier? Ein wunderschönes tanzendes Pärchen. Figürchen, die ein tanzendes Paar darstellen. Alter. Ich frage mich, ob sie Großmutter oder jemand anderem gehört haben. Das habe ich jetzt woran gesehen? Hat er an dem Bein oder was? Oder habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht sollte es auch einfach auch nur so eine versteckte Nachricht sein. Oh. Ich finde es schade, dass man die Sachen nicht hinlegen kann. Man muss immer irgendwo hinschmeißen mit sonst einer Kraft. Okay. Die Nagelbretter haben mich angegriffen. Oh, speichern, okay. Wieso haben wir jetzt hier speichert? Das geht nicht mehr auf. Okay, hier ist sonst auch nichts. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Gehen wir kurz hier hin. So, Brecheisen. Diese Brechstange könnte noch nützlich werden. Ja, die nehmen wir gerne mit. Okay, bitte ducken. Na komm, mal aufmachen. Und da haben wir die wunderschöne Axt aus dem Intro. Das kennen wir ja schon, dass die hier rumliegt. Ich würde die am liebsten einfach aus dem Fenster werfen, weil dann könnte sie, na gut, dann würde sie wahrscheinlich mit einem Messer umbringen. Also zumindest hätten wir die Axt losgeworden, wenn wir zumindest die Axt losgeworden. Bücher, Deko. Na gut. Ist schon ein bisschen makaber, dass das hier später dann höchstwahrscheinlich den Tod von Emma bedeutet. Dieses wunderschöne Ding hier. Schmeißen wir aus dem Fenster. So, einfach weg damit. Vielleicht kommt der Mörder nicht dran. Das wäre fantastisch. Leider denke ich nicht, dass das so funktioniert. Hier haben wir einen Teppich. Okay. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Geh mal aus dem Weg. Ich will zum Fenster. So, auch hier mal das Fenster öffnen. Solange es noch so schön ist, ist das ja traumhaft. So. Ah, guck mal. Damn it. What's that? Okay. A loose plank. Someone's hidden something under the floor. Ja, das kennen wir ja schon. Öffne die Planke, öffne das Versteck. Und einmal auf damit. Das wäre ein bisschen ekelhaft, ja. Das stimmt. Okay, die Box. Pergament mit verschlüsseltem Text. Ein Auszug. Oder versteckte Botschaften, okay, haben wir ja schon gehabt. Ein Auszug aus den Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich, den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Oh, Lateinunterricht. Immer. Einfach immer nur solche Texte übersetzen, ganz schlimm. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. C, die Initiale von Julius Caesar. Aber warum... Goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? Well. Achso, J gleich C, die Initialen von Julius Caesar, aber warum hat sie jemand als Gleichen geschrieben? Ja. Weil wir ein. Hier müssen wir mal kurz. So. Scheibe, ein Hilfsmittel zur Entschlüsselung. Ja, eine Dechiffrierscheibe. Will help me decode the letters in the text. Der Untersuchungsmodus erlaubt dir, irgendwelche Sachen zu machen. Okay. Weglegen. Hier, Scheibe. So. Und zwar J gleich C, das heißt, wir nehmen das J und schieben es über das C hier unten. So.
Dann gucken wir uns gleich mal den Text an. Und zwar haben wir da M-H-P-A-O. Oder? M-H-P-A-O. Ich glaube, das müsste 1, 2, 3, 4, 5. Sind das 5 oder sind das 6? Sind 5. Okay, perfekt. Dann passt das ja. Also M-H-P-A-O. Einmal kurz dechiffrieren. MSF. H. SA. Warte, wie war das? Moment, warte. Was fehlt denn noch? MHP. Achso, A. Oh, okay. Also. F. A. W. Oder müssen wir das äußere P nehmen? Macht es denn überhaupt ein, gibt's äußeres überhaupt ein P? Doch, hier ist ein I, okay. Also, ich frage jetzt natürlich, müssen wir von außen und nach innen oder von innen nach außen? Ich glaube aber von außen nach innen, oder? Also, F, A, I. War es nicht Faith? War nicht das sogar Faith, das, ja, T, das wird wahrscheinlich das andere H sein. Ja, okay, also die Antwort ist Faith. Gut, habe ich noch im Kopf gehabt. So einigermaßen. So, Faith. Das Schicksal. Ein Schlüssel. Nikolas Schlüssel. Ein antiker Schlüssel. In welches Schloss er wohl passt? Da ging es schon im Inventar. Und das Buch. Wie alles anfing. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Kapitel 2. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Okay, dann eben nicht. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal laden. Dann können wir dann mal draufklicken. Kapitel dauert mal ein bisschen zum Laden. Okay, jetzt. Kapitel 2. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. Und wir sehen rechts auch schon eine wunderschöne Vorahnung. Ich freue mich. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. Okay, wir können so. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Ja, und damit herzlich willkommen. Alter. Did I honestly think he would welcome me at the door? Vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. Darf ich jetzt reden? The okay. House feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. Tagebuch. Drücke Tagebuch, um das Tagebuch zu lesen. Okay. Okay. Jetzt aber wirklich. Herzlich willkommen in Kapitel 2. Ein ungebetener Gast. Und ja, wir haben den 27. September. Ich weiß gerade das Jahr nicht mehr. naja, passt schon. Kann ich
Ja, okay, das hat er ja gerade schon gesagt, was hier im Tagebuch steht. Das nochmal anzugucken, wäre Schwachsinn. Wir haben jetzt unsere Streichhölzer. 11 Stück haben wir gerade. Das heißt, wir sollten nicht allzu sehr verschwenden. So. Wir sollen hier ein paar Kerzen anmachen, deswegen machen wir das direkt mal. Ach, guck mal, den kennen wir. Der wohl. Oh ja, der hat. Mein Vater stellte diese Figur manchmal vor sein Schlafzimmertür. Er gab damit zu verstehen, dass er nicht gestört werden wollte. Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben, denn ich erinnere mich, dass er mir diese Figur eines Tages an den Kopf geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich. Okay, also war es wirklich Blut, aber nicht von diesem Killer, was ich zuerst vermutet hatte, sondern es ist einfach einfach hier von seinem Vater gewesen. Was haben wir hier? Leeres Blatt, okay, warum das da drunter liegt. Es ist echt sehr dunkel hier. Ja, ich hab's gleich wieder ausgemacht, ich prop. Oh. Das wäre ja wirklich sehr schlau. Wieso fängt jetzt die Uhr an zu ticken? Stop it. I don't want this. Ach ja, schön. Ich erinnere mich. Ich freue mich. Neuer Gegenstand im Inventar. Okay. Petroleum. Damit kann ich die Lampe nachfüllen. Okay. Und? Irgendwas anderes? Was? Ja, ich bin dabei. So. Tanzefiguren, die kennen wir ja auch schon. Eines der Lieblingsstücke meiner Mutter. Sie waren ein Geschenk von einem Freund der Familie. Mein Vater mochte sie überhaupt nicht. Er dachte, sie seien ein Symbol für etwas, an das er nicht mehr denken wollte. Der Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt. Dann spielte ihm das Schicksal übel mit. Als ich noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Und ich bekomme diese Musik hier Gänsehaut, Alter. Das geht ja nicht. Geht ja gerade gar nicht. Oh, das ist leer. Das sind keine Kerzen drin. Ja gut. Ganz ruhig hier draußen nochmal. Schön, dass es hier einfach gar keine Kerze ist. Foto von der Mine. Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Öffnung der Pyritmine. Da sind, glaube ich, noch ein bisschen. Nein, geh weg. Ich brauche nicht. Ich will das zurück da haben. Gib es mir. Alter. Danke. Das sind Streichhölzer gewesen, okay. Und eine Kerze. Kann ich die irgendwo reinpacken? Ne, okay. Dann bringt die relativ wenig. Gut. Hier wäre ich noch was drin. Nee, noch mehr Kerzen. Da sind noch Streichhölzer. Sehr schön. Streichhölzer brauche ich auf jeden Fall gerade sehr dringend. Dann ist es hier sehr dunkel. Es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ah, guck mal. Eine Petroleumlampe. Alte Lampe. Mein Großvater hat solch eine Lampe benutzt, als er noch in der Mine gearbeitet hat. Sie waren damals schon eine Rarität. Sie wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tage äußerst wertvoll waren. Jetzt rostet sie vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell noch nützlich werden. Na dann, her damit. Drücke F, eine Petroleumlampe anzuzünden. Okay. Schön. Geh du mal bitte aus dem Weg, mein Lieber. Okay, dann kann ich es ein bisschen höher machen, das ist schön. So, ich werde mir jetzt kein Öl verschwenden. Das möchte ich gar nicht wissen. Ich gucke später nach. Schwergegenstände, ja, halte Linke, was um die zu sehen. Gut. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstücks. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Nortin, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals.
Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er... den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten, doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstücks. Zertifikat Nummer 12. Grundbuchamt von Plainfield. 1839. Hiermit wird bescheinigt, dass Jacob Hyde gemäß der Bestimmung des Bundesgesetzes mit dem Titel Gesetz zur Sicherung von Vorverkaufsrechten auf öffentlichen Ländereien für nachgewiesene Siedler verabschiedet am 13. Januar 1838 folgenden Betrag vollständig bezahlt hat. $400 für 320 Morgen a 1,25 pro Morgen. Und das gegen Vorlage dieses Zertifikats an den Bevollmächtigten der zentrale Grundbuchamt eben jener Jacob Hyde die Besitzrechte am oberen umgenannten Grundstück erwirbt. John Norton Archivar. Okay, thank you for that. Noch ein bisschen Streichhölzer nehme ich gern mit. Ach, es ist so. Ich will da nicht hochgehen. Ich tue alles, um nicht da hochzugehen. sind da irgendwelche Kerzen oder so? Ne, ist da wohl hier Streichholz oder so drin? Oder irgendwie Petroleumöl? Irgendwas, was mir hilft, dass ich nicht sterbe. Gut. Dann würde ich aber sagen, bevor ich da hochgehe, mache ich hier erstmal einen Cut. Ich mache hier auf Pause nicht, dass irgendwas passiert. Und ja, ich mache erstmal einen Cut für diesen Part von The Beast Inside. Und wir werden im nächsten Part immer noch schon, wer denn da oben wartet. Und, oder wer denn da oben, was da oben gerade passiert ist. Aber, Naja. Und, bis dahin, sage ich ciao.